Ich grüße euch, ich bin der Daniel Platte, ich komme aus der Nähe von Heidelberg. Ich liebe drei Sachen. Ich liebe als erstes meine Familie. Ich liebe meinen Beruf. Ich bin Blindenlehrer von Beruf. Und das dritte, ich liebe Jesus. Und ich rede gerne über Jesus mit Menschen. Und ich rede gerne über Jesus, wenn ich vor vielen Leuten stehe. Das Thema der Jugendtage heißt hier meine Gemeinde. Und herzlich willkommen. Ich sitze gerade hier mitten in meiner Gemeinde. Ja. Aber Gemeinde ist eigentlich nicht das Gebäude, sondern Gemeinde sind die Menschen. Das ist viel wichtiger. Nicht das Gemeindehaus, sondern die Menschen, die gemeinsam Jesus nachfolgen wollen. Gemeinde kann sein eine große Ermutigung, eine Freude, gemeinsam mit Leuten unterwegs zu sein. Ich kenne aber auch Gemeindefrust. Ich kenne, dass man enttäuscht ist von Menschen, von Dingen, wie sie laufen, dass man sich nicht unbedingt freut auf den nächsten Sonntag. Ich will dich einladen, Gottes Blick für Gemeinde zu sehen. Gottes Herz schlägt für Gemeinde. Gott ist begeistert von Gemeinde. Und das zu entdecken, darum geht es auf die Jugendtage. Ich freue mich auf die Jugendtage in diesem Jahr ganz besonders, weil zum einen, wir sind in einer Halle. Das erste Mal seit, keine Ahnung, 10 Jahren oder irgendwas. Ich freue mich auf die Jugendtage, weil es ein 3-tägiger Jugendtag ist. Oft ist es so, weißt du, du bist kaum warm geworden mit den Leuten, schon musst du wieder gehen. Ich freue mich auf den Jugendtag, weil immer wenn Christen zusammen sind, da passiert was. Gemeinschaft finde ich was total Schönes. Ich freue mich jetzt schon auf die Leute, die ich treffen werde. Ich freue mich auf gutes Singen. Mein Herz geht auf, wenn wir gemeinsam singen. Ich freue mich auf die Jugendtage, weil Gott reden möchte. Das glaube ich wirklich und das ist mein Gebet, dass Gott redet, auch durch die Bibelarbeiten, gerade zu dir. Ich wünsche dir, dass du Gottes Reden hörst.